Sie sind hier, 22. Dezember 2018, 15.31 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Snowboardcrosser Martin Nöll landete erneut auf dem Stockerl Urheberrecht Imago Snowboardcrosser Martin Nöll landet einen Tag nach seinem ersten Weltcupsieg in Slowenien erneut auf dem Podest. Auch der zweite Deutsche Konstantin Schad überzeugt. Der nächste Coup, Martin Nöll sorgt in der Snowboard-Cross-Szene weiter für Furore. Einen Tag nach seinem ersten Weltcupsieg in Sovinia, Italien, fuhr der 25-Jährige aus dem niederbayerischen Adelkofen auf demselben Kurs als Dritter erneut auf Stockerl. Konstantin Schad, 31, Miesbach, wurde Sechster, es ist wieder mega gut gelaufen, obwohl es schwierig war. Aber der Kurs liegt mir. Außerdem hatten wir wieder extrem schnelle Bretter, sagte Nöll. In einem packenden Finale bei schwierigen Bedingungen mit teilweise starkem Wind fuhr das deutsche Duo von Beginn an vorne mit. Bei der letzten Zwischenzeit lag Schad sogar vor Nöll in Führung, kam aber in Sichtweise des Ziels zu Fall. Der Hintertagessieger Emanuel Peratona Italien, letztlich zweitplatzierte Amerikaner Jake Feder hatte ihn leicht behindert, es ist natürlich sehr bitter, wenn du im Finale abgeschossen wirst. Aber so ist es halt, sagte Schad. Ansonsten sei es super gelaufen. Ich nehme ein gutes Gefühl mit in die Weihnachtspause, nach dem Jahreswechsel stehen für Nöll und Co. Zunächst ein paar Europacup-Wettbewerbe auf dem Programm. Am 1. und 3. Februar kämpfen die Snowboardcrosser in Park City, USA, um WM-Medaillen. Erst danach nimmt die Weltcup-Tour mit den Heimrennen am Feldberg wieder Fahrt auf 9. und 10. Februar.